Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Commentary hier auf meinem Kanal. Ist ja Ewigkeiten her, seit ich das letzte Commentary gemacht habe. Es gab ja auch nicht so viel zu erzählen, aber jetzt gibt's was. Der ein oder andere hat es ja in meiner Ankündigung im Community-Bereich schon mitgekriegt. Ich mache Schluss. Und für die, die sich jetzt erschreckt haben oder die sich wundern, womit macht er denn Schluss? Zur Erklärung, ich mache natürlich nicht Schluss mit YouTube, ich mache auch nicht Schluss mit Gameplays. Bei mir ist lediglich Schluss mit Let's Plays im klassischen Sinne. Kurz zur Erklärung, wie ich das meine. Ich werde zukünftig keine komplett Let's Plays mehr machen, zumindest nicht von großen Projekten, nehmen wir als Beispiel mal The Witcher, weil ich einfach gemerkt habe, dass so spätestens nach der 20. Folge keiner mehr wirklich Interesse hat an diesem Let's Play. Das sind immer mal vereinzelt so ein paar Leute, aber im Prinzip lohnt es sich nicht wirklich, die Arbeit und die Zeit weiter in ein Let's Play zu investieren, das dann sowieso keine Sau guckt. Es geht zwar in allererster Linie um den Spaß, aber seien wir mal ehrlich, jeder möchte natürlich auch, dass die Leute das, was man aufnimmt, gucken. Ne? Kann keiner sagen, dass es nicht so ist. Insofern wird es eben diese kleine Änderung geben. Es wird, wie gesagt, keine klassischen Let's Plays mehr geben. Was es allerdings geben wird, sind zwei neue Formate, die die klassischen Let's Plays ersetzen. Format Nummer 1 wird angespielt sein. Das heißt, hier werde ich Spiele entsprechend anspielen, je nachdem wie umfangreich das Spiel ist, mit einer bestimmten Anzahl von Folgen. Nehmen wir mal als Beispiel The Witcher 3. Ist ja nun ein relativ großes Spiel. Da würde ich zum Beispiel ein angespielt mit 20 Folgen machen, um halt wirklich einen richtig guten Ersteindruck von dem Spiel vermitteln zu können, mir selbst auch ein Bild zu verschaffen und dann einfach auch wirklich was zu dem Spiel sagen zu können. Angespielt 20 Folgen. Nach diesen 20 Folgen würde dann ein Zwischenfazit kommen. Mit meiner Meinung und dem vibrierenden Handy nebenbei. Bis zu diesem Zeitpunkt. Sobald ich das Spiel dann komplett durchgespielt habe, gibt es ein Abschlussfazit. Das Ganze dann entsprechend in Form einer Review, in der ich dann nochmal alle Vorteile, alle Nachteile bzw. Pro und Contra nochmal eben schnell erwähne, damit ihr einfach auch nochmal in einer kurzen Review zusammengefasst habt, was ich von dem Spiel halte. Das zweite Format, was als Ersatz für die klassischen Let's Plays kommen wird, ist im Prinzip nichts anderes als ein Let's Play, heißt bloß anders. Und zwar durchgenommen. Das wird allerdings nur dann kommen, wenn das Spiel selbst mit relativ wenig Folgen durchgespielt ist. Sagen wir mal, das Spiel wäre mit 15 Folgen komplett durchgespielt. Dann macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie ein Angespielt zu machen mit vielleicht 10 Folgen oder so, weil 10 war so die Zahl, die ich mir als Orientierung ausgedacht habe. Da würde es natürlich keinen Sinn machen, 10 Folgen angespielt zu machen, wenn 15 Folgen das komplette Spiel wären. Da mache ich dann natürlich ein entsprechendes Durchgenommen, da wird es dann im Anschluss auch nur ein Abschlussfazit geben. Und dann wäre dann eben im Prinzip ein Let's Play gemacht. Es heißt bloß anders. Warum ich das mache, ist ganz einfach. Ich habe einfach so ein bisschen die Erfahrung gemacht und den Eindruck gewonnen, dass bei einem Let's Play, vor allen Dingen wenn es sehr lange läuft, nach einer Weile einfach das Interesse nicht mehr da ist, das Let's Play zu gucken. Es bringt mir natürlich überhaupt nichts, etwas aufzunehmen, was am Ende keiner guckt. Letztendlich geht es zwar um den Spaß bei der Sache, aber wenn ich das schon aufnehme, möchte ich natürlich auch, dass irgendwer das guckt. Wenn es keiner guckt, brauche ich es nicht aufnehmen. Den Spaß kann ich auch so haben, am Spiel selbst. Deswegen mache ich es in diesem Angespielformat, um halt einfach auch dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, mal einen kurzen Ersteindruck von dem Spiel zu gewinnen, auch mal eine normale Spielermeinung zu bekommen von einem erfahrenen Spieler. Ich spreche immerhin von knapp 20 Jahren Gamer-Erfahrung, also denke ich mal schon, dass da ein bisschen was hintersteckt. Und ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, da seid ihr jetzt nämlich gefragt, nicht nur ich möchte was davon haben, dass ich keine klassischen Let's Plays mehr mache. Ich habe zum Beispiel davon, dass ich auf dem Kanal einen breiteren Content anbieten kann. Ich kann also mehr Projekte abdecken. Ich habe eine größere Vielfalt, eine größere Abwechslung. Das kommt natürlich dann entsprechend dem Kanal zugute, weil ich einfach abwechslungsreicheren Content habe. Und für euch ist auch was drin, denn hier seid ihr gefragt. Wenn ich zum Beispiel, ich spiele das mal an einem kleinen Beispiel durch, ein Angespielt mache zu Assassin's Creed Syndicate, sobald es dann rauskommt. Sagen wir mal, ich mache ein Angespielt von 10 Folgen. Und ihr selbst seid Let's Player und macht ein komplettes Let's Play zu dem Spiel. Dann unter die erste Folge in die Kommentare schreiben, dass ihr ein komplettes Let's Play zu dem Spiel macht. Und hier gilt das Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, wenn ihr der Erste seid, der mir den Kommentar da lässt, dass ihr ein Let's Play zu diesem Spiel macht, dann wird euer Let's Play komplett verlinkt, das heißt in der Beschreibung und im Video selbst.
Und in der im Zwischenfazit und im Abschlussfazit wird euer Name nochmal entsprechend erwähnt mit einer entsprechenden Verlinkung auf euer Let's Play. Insofern habt auch ihr was davon, dass ich dieses Konzept des Kanals ein kleines bisschen abändere. Alles andere, was es bisher auf dem Kanal gibt, wird so erhalten bleiben. Es wird nach wie vor ein Let's Play Plus geben, in dem ich jeden Monat die neuen PlayStation Plus Titel vorstelle. Es wird nach wie vor auch ab und zu mal Demos geben. Es wird auch mal ein Special geben, wie zum Beispiel das Special zu Let's Not Play Hatred. Das wird es immer mal wieder geben. Dann wird es auch hier und da immer mal wieder App-Tests geben. Wenn für die Konsolen neue gute Apps rauskommen, gucke ich mir die natürlich an. Demos wird es immer mal wieder geben und hier und da auch mal kleine Minispielchen, die ich irgendwie zufällig finde oder auf die ich zufällig stoße. Ansonsten, wie gesagt, die klassischen Let's Plays sind tot. Und ich wünschte, ich hätte jetzt die Vibration bei meinem Handy ausgeschaltet. Das brummt nämlich die ganze Zeit. Aber ist egal. Jetzt habe ich auch so ein bisschen den Faden verloren. Wie gesagt, klassische Let's Plays wird es nicht mehr geben. Den Anfang mache ich jetzt auch direkt mit The Witcher. Ich habe bisher 94 Folgen aufgenommen von The Witcher, inklusive zweier Specials. Die werden natürlich noch komplett hochgeladen und dann wird ab da Schluss sein mit dem Let's Play. Wer von euch ein komplettes Let's Play zu The Witcher macht, der kann hier unter dieses Video in die Kommentare schreiben, dass er ein komplettes Let's Play macht und er wird dann entsprechend in weiteren Folgen verlinkt. Und alle anderen Projekte, die ich jetzt noch habe, ich habe jetzt noch zwei weitere Projekte, das ist einmal Lily, Child of Chaos. Das habe ich schon komplett aufgenommen, da würde es natürlich keinen Sinn machen, das nicht noch hochzuladen. Und ein weiteres Projekt liegt auch schon komplett aufgenommen bereit, das werde ich natürlich auch noch raushauen. Ansonsten alles, was danach kommt, wird nur noch in Form eines kurzen angespielt laufen. Immer abhängig davon, wie umfangreich das Spiel ist, wird es eine bestimmte Anzahl von Folgen geben. Das werde ich dann aber in der ersten Folge immer sagen, wie viele Folgen es dafür geben wird. Und alles weitere ergibt sich dann. Und das war es dann auch schon hier mit diesem Commentary. Mehr will ich gar nicht. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Und ich wünsche fröhliches Kommentieren. Und wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr ein Let's Play macht zu einem Spiel, zu dem ich lediglich ein angespielt mache, dann in die Kommentare der ersten Folge reinhauen, dass ihr ein komplettes Let's Play macht. Und wer zuerst kommt, mal zuerst, der wird dann auch verlinkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.